Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Decode. Zurück mit dem Sammy. Okay, wir waren letztes Mal da dran, hier ein bisschen die Welt zu verlassen und etwas, ja, hinauszuspringen in die weite Welt. Ich habe letztes Mal noch mit F3, glaube ich, aufgenommen. Drum. Ja, egal. Wie dem auch sei. Hier bin ich letztes Mal vergeblich runtergesprungen. Aber wenn ich das richtig sehe, müsste es da hinten jetzt. Genau, es baut nämlich jetzt Cobblestone auf. Und baut mir da sozusagen eine Brücke. Also ist das schon gewollt, dass man hier die Welt verlässt. Okay, naja, alles klar. Sind wir ja mal gespannt. Okay, das dürfte eigentlich reichen. Genau, nicht, dass es da noch weiter das baut. Okay. Alles klar, der geht's weiter. Das ist auch nicht sonderlich schwer. Was hängt denn da unten? Eine Spawn-Kiste. Okay. Hier haben wir eine Türe. Okay, hier haben wir auch eine Türe. Und da hinten haben wir auch ganz viele Türen. Okay. Da haben wir einen Schalter. Okay. Gut, der gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit. Was macht der Schalter hier? Ah, okay. Alles klar. Das heißt, da komme ich auch weiter. Okay. Das ist nur ein Redstone-Dinger. Aber gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Da ist nämlich eine Kiste. Opa, okay, da müsste ich ja eigentlich auch durchkommen. Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier runtergehe. Perfekt. So, da ist ein Kompass drin. Okay, den dürfte ich ja sicherlich rausnehmen. Aber was mache ich jetzt mit einem Kompass? Okay. Habe ich sonst noch irgendwo eine Kiste? Kompass. Und hier habe ich eine Crafting Bench. Kann ich die jetzt einfach runterschucken? Okay, da kommt immer wieder ein neuer Kompass. Okay. Ah, da habe ich noch einen Hopper. Einen Spender. Aber der macht nichts. Da ist auch nichts drin. Okay. Komme ich da jetzt dahin drin? Ja, okay. Okay. Das macht aber auch nichts. Hat schon noch irgendwo eine Kiste? Da hat es einen Block. Okay. Oh, krass. Okay. So, hier hoch. Guck ich mal. Okay, da ist aber nichts mehr. Da oben ist auch nur eine Tür und da ist noch eine Fackel und da. Und wie komme ich da rüber? Gar nicht, weil ich meine, wenn ich das weiter schiebe, das schiebt sich ja nicht weiter. Das macht es nur kaputt. Komme ich darüber? Oder darüber? Darüber vielleicht, ha? Wobei der Sprung schon krass aussieht. Aber gut, wer weiß. Ah, doch, er reicht. Was bringt der schon? Oha. Uah. Oh, okay. Ah, alles klar. Okay, jetzt hat es mich da rüber geportet. Okay. Von da hinten, hierher. Okay. Da hat es auch nochmal Blöcke. Okay. Und da hat es auch überall Schalter. Okay. Unter mir sind die ganzen Türen, die aktuell alle geschlossen sind. Wenn ich jetzt hier runtergehe und den Schalter hier mache, was passiert dann? Dann öffnen die sich alle. Okay, und der geht weg. Den lasse ich. Weiß auch nicht. Ah doch, ich lasse ihn mal dran. Fliegt da schon nur runter. Bestimmt. Okay, also es ging. Oh nee, okay, das bringt gar nichts. Ich meine, komme ich hier erst rein? Okay, nein, bringe ich nicht. Da
das ist eine Zahl. 5, 2, 1. Das ist eine 5. Ah, verdammt. Okay. Okay. Alles klar. Also habe ich hier eine Zahl. Okay, okay, okay. Cool. Na dann. So. Okay. Ja, hier war nichts mehr. Okay. Ah, okay. Dann ist das einfach nur eine Zahl von oben. Cool. Ja, das erklärt natürlich einiges. Dann springe ich einfach nochmal runter, wenn ich davor bin. Kann ich da jetzt drüber? Ja, ich glaube. Genau. Wow, gerade noch so. 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 Und in der Kiste, so. Jetzt gehe ich da noch ein Stück vor. Mach den dann so runter. Reicht das eigentlich schon? Müsste ja eigentlich schon fast reichen, oder? Dann braucht man sich ja gar nicht so wild in der Gegend hin und her teleportieren. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich da wieder zurückgehe? Ah, ganz hintere. Okay. Und hier habe ich auch nochmal eine. Ja. Bringt wahrscheinlich an sich nichts. Nur irgendwas Lustiges. Okay, springen wir nochmal runter. Vielleicht. Oh, cool. Da sieht man es ja vielleicht schon von hier unten. Ha. Ja. Okay, vielleicht auch nicht ganz. Nee, okay. Alles klar. So rum. 21725. 52. Also 52712. Ich glaube, so müsste es eigentlich sein. Probieren wir doch mal. Cool, cool, cool. 52712. So, rein mit dem Checking. Aber gerade leckt es wieder so ein bisschen. Also, ich tue gleich nochmal mich kurz ein- und wieder ausloggen. Das behebt das Ganze immer ein bisschen, sobald es gecheckt hat. Boom, yeah, perfekt. Okay, die Code. So. Gut, da sind wir wieder zurück. Okay, es leckt immer noch ein bisschen. Weiß auch nicht, warum das gerade so heftig ist. So gefühlt. Naja, was soll's. Okay, Retro-Prospekt. Okay, okay, okay. Einmal die Treppe und einmal ein Schalter. Da ist ein Schild, das kann ich aber noch nicht lesen. Okay, es ging irgendwas. Aber nichts hier. Aber es leckt gerade echt heftig. Okay, da hoch komme ich bestimmt. Komm schon. Ach komm. Ja, perfekt. Okay, da habe ich auch einen Schalter. Okay, da hat sich jetzt was geöffnet. Okay, aber... Oder auch nicht. Ach so, oder... Ah, doch, da ist was auf. Ja, hier. Ah, das ist die 2. Okay, das haben wir die 2. Okay, hier hat man wieder ein... Ah, okay, das ist im Schalterraum. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut. Okay, Kürbisse. Das ist bei den Kürbissen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, wo das war. Okay, mal gucken nochmal. Okay, hier ist Lava. Okay, und das ist am Start. Und hier ist Lava wahrscheinlich, um zu sterben. Okay, wiederbeleben. Genau, da haben wir die 4. Also das war das letzte. 4.
Wo war das mit den Kürbissen? Da war nichts mit Kürbisse, da war auch nichts mit Kürbisse, da auch nicht, hier auch nicht, da auch nicht, hier auch nicht, da auch nicht. Hier war im Schalter, ja genau, da hinten. Perfekt. Das ist die 2. Also, Schalter ist die 2. War da unten irgendwas mit Kürbisse? Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Ja, hier. Genau, das ist die 5. Kürbisse 5. Schalter 2. Und jetzt fällt ja bloß noch dieser. Okay, und jetzt fällt bloß noch dieser Doppelte. So. Und der war ja eigentlich da im Raum selber, ganz zum Schluss. Hier war die 2, damit hat es angefangen. Genau hier, die 2. Ah, okay. Ah, das ist, wenn ich beim Ding runterfahre. Beim. Ja, bei der komischen Fahrt. Okay. 2. Ah, jetzt nochmal da hoch. Ah, dieser Sprung. Na, jetzt rennt er da schon hier. Komm. So. Also stoß da oben an und dann rennst nicht mehr. Ja. So. Oh, krass. Und dann schaffe ich es wieder nicht. So. Na, oder auch nicht. Also, naja. Okay. Peinlich. So. Okay, also angefangen hat es mit der 2 oder mit der ganz oben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und das ist eigentlich das, da ist die da unten. Genau. 2. Und dann kam der Schalterraum. Also, sage ich mal, 2, dann der, Sch oder beziehungsweise erst die andere, erst die Dingfahrt. Dann haben wir 2, dann den Schalterraum. Das war auch die 2. Dann als nächstes kam der Kürbisraum. Genau, das war die 4. Das war die 5. 5 und dann die 4. Genau, und dann hier nämlich die 4. Und jetzt muss ich noch mal geschwind fahren. Eine kleine Runde. So. Und zwar war das hier. Genau. Ah, ist krass, wie oft man da eigentlich die gleiche Strecke zweimal fahren muss. Da unten ist ein Schalter. Oder den man drücken sollte, was da passiert. Da ist nochmal ein Schalter. Ich glaube, den drücke ich nachher mal bei Gelegenheit. Ah, hier, eine 4. Alles klar. Okay. Eine 4. Dann fängt es mit der 4 an. So. Hier. Genau. Rein. Dann haben wir die 4-2-2 5-4. Einmal rein in der Schöne. Ich habe immer noch einen Kompass. Was ich auch immer mit dem hätte machen sollen können. Open Room 30. Last. Okay. Ja, ich denke, das kriegen wir heute noch hin. Einmal den Schalter drücken. Okay. Erstmal anziehen. Attack Damage. Okay. Alles klar, okay. 3 Kills. Okay. 3 Kills. Schreiben wir uns mal auf. 3. Okay. Nochmal 3 Kills. Nee, 4. Okay, 5 Kills. 3, 5. Okay. Okay, 3, 5. Okay, hört das dann automatisch auf, sobald ich alle hab? 7. 7, okay, alles klar. Okay, komm her, komm her. So langsam bin ich tot. 7. Okay.
Okay, gleich bin ich halt tot. Okay. Schade. Okay, 7. Ah, okay. Es geht hier weiter. Das macht also auch Spaß. 7, 9. 3, 5, 7, 9. Und jetzt noch eine Zahl. Dann müsste es ja eigentlich passen. Eine. Okay, diese blöde Vergiftung hier, die hätten sie aber weglassen können. Okay. 3 oder 2? Das war eigentlich 3, aber vielleicht auch 2. Oder 3. Bin mir noch nicht so ganz sicher. So. Und da komme ich zurück. Okay, ja. Gab zumindest mal ein Ding. Ah, jetzt hat er. Oh, jetzt habe ich sogar noch ein Schwert. Ha, ha. Cool. So. Drei, fünf, sieben, neun. Ja, 2 war es, glaube ich, jetzt eher zum Schluss, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil gekillt habe ich eigentlich 3. Mal gucken, ob die aufgeht. Es checkt und checkt und checkt und wir sind gespannt. War es der richtige Code? Habe ich den Code überlistet? Opening Ending. Tatsächlich. Yay. Wir haben es geschafft. Cool. Ja, Leute, hiermit sind wir am Ende von Decode angelangt. Und ja, Samuel Dürst, 7 Hinde. Fine. I thank there for playing. Ja, gern. Bei Jasper. Jasper, man muss sagen, richtig geile Arbeit hier. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, was erwartet mich jetzt hier noch? Eine Hall of Fame? Oder ein Walk of Fame? Ja, yeah, doch. Richtig, richtig geil. Okay, ist ein ziemlich langer Weg. Ob da noch irgendwas kommt? Ich glaube nicht. Oder? Wer weiß, wer weiß? Ja. Na, komm. Okay, da hinten haben wir das Ende. Aber, so wie es aussieht, ist da nichts mehr. Krasse Sache. Ja, also wenn euch auch die Map so gut gefallen hat, dann zockt sie doch einfach mal selber oder zockt sie am besten selber, bevor ihr alles hier bei mir seht oder, ach, ihr wisst schon, so, einfach mal angucken. Throughout, correct, this is the end, inside. 5 gleich E. Alles klar, okay. Ja. Okay, alles klar. Dann, ja, geile Scheiße. Muss ich sagen. Richtig geil, hat mir gut gefallen. Ja, ich hoffe, wenn ihr es zockt, dass es euch genauso gefällt. Oder, ja, dass ihr es schon gezockt habt oder wie auch immer. Oder dass es euch gefallen hat, bei mir zuzuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute und auch sag danke fürs Zuschauen und ja, bis bald. Ich wünsche euch was. Euer Sammy. Bye, bye.